Und die SPD-Europaspitzenkandidatin Katharina Barley haben Sie eben schon gesehen. Ihr Gesicht ist außerdem schon seit Wochen zusammen mit dem Kanzler auf Werbeplakaten zu sehen unter dem Motto Frieden sichern. Und jetzt ist sie im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Barley, für viele geht das nicht so richtig zusammen. Frieden sichern, aber deutsche Waffen in die Ukraine schicken und jetzt eben auch Angriffe auf russisches Territorium erlauben. Also befürchten Sie, dass Sie das Wählerstimmen kostet? Also Frieden sichern, das ist immer etwas, was auf jedem Plakat stehen muss. Und den Frieden gebrochen hat Wladimir Putin, hat Russland durch den Angriff auf die Ukraine. Die Ukraine ist überfallen worden, brutalst überfallen worden. Und es ist eine völkerrechtliche Pflicht, dass wir der überfallenen Ukraine beistehen. Und das tun wir. Denn nur wenn wir dem Einhalt gebieten, wird es wieder Frieden geben. Das, was andere plakatieren und wollen, nämlich dass jetzt im Grunde genommen die Ukraine hängen gelassen wird, das führt ja nicht zu Frieden. Das führt zu Unterwerfung. Da gehen natürlich die Meinungen sehr auseinander, insbesondere die Rechtspopulisten, zumindest die AfD in Deutschland, sieht das ganz anders. Nun sind, haben wir ja auch eben im Beitrag gehört, die Rechtspopulisten zusammen mit Konservativen eben auf dem Vormarsch in der EU. Die Umfragewerte sprechen für sich und auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das ja offenbar erkannt und liebäugelt mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Was setzt die SPD dem entgegen? Ja, also erstmal muss man sagen, dass die AfD da kritisch ist, das wundert ja keinen mehr. Wir wissen ja, dass sie, ob sie dafür Geld bekommen haben oder nicht, im Grunde genommen Putins Büttel im Europaparlament waren und sind. Auch Marine Le Pen hat schon Geld von Putin bekommen, das ist amtlich. Also da sollte man nicht so viel drauf geben. Giorgia Meloni ist ein interessanter Fall. Wenn man die drei Kriterien von Ursula von der Leyen sich anguckt, dann erfüllt sie ja nun mal mindestens eines definitiv nicht, nämlich Rechtsstaatlichkeit. Sie ist dabei, ihr Land Italien auf eine Person zuzuschneiden, interessanterweise originell, auf das Amt der Ministerpräsidentin, alle anderen Gewalten zu schwächen. Ich könnte darüber noch viel mehr sagen, jedenfalls rechtsstaatlich ist es nicht. Es geht nach dem Modell Orban in Ungarn. Und dass die CDU/CSU sich nicht so schade ist, das schön zu reden. Also da auch, wenn Sie dann nachfragen, dann bekommen Sie ja zum Beispiel von Manfred Weber die Antwort, na ja, den Migrationspakt zum Beispiel konnten wir nur mit Meloni durchkriegen, was nicht stimmt, aber eher als mit Grünen und Sozialdemokraten. Und deswegen ist sie für uns eine gute Partnerin. Also erstens sollte es einem zu denken geben, wenn man seine Inhalte nur noch mit Rechtsextremen durchbekommt, sollte man seine Inhalte vielleicht mal hinterfragen. Und zweitens, dann werfen Sie Ihre eigenen Kriterien über Bord. Dann geht es Ihnen nur darum, Macht politisch nach rechts auszuweichen. Mhm. Rechtsstaat spielt da anscheinend überhaupt keine Rolle mehr. Frau Barley, andererseits muss man ja auch schon selbstkritisch sein dann als SPD, wenn die Umfragewerte eben so schlecht sind, dass man offensichtlich Themen hat liegen gelassen. So war es zum Beispiel die Asyldebatte. Das ist ja auch EU-weit ein Riesenthema, Riesenproblem, Migration. Da haben Sie recht spät erst reagiert und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Ja, das ist natürlich ein Argument, was man häufig hört. Es stimmt nur nicht. Wenn Sie sich umschauen, das ist ja kein deutsches Phänomen oder ein europäisches Phänomen. Das ist ein weltweites Phänomen. Egal, wo Sie hinschauen, gehen die Autoritären im Moment nach oben in den Zahlen. Das hat was mit der Verunsicherung in der Welt zu tun. Klar, wir haben auch viel, was im Moment verunsichert, vom Klimawandel über Kriege, über die Pandemie. Messerattacken. Da ist einfach im Moment, naja, brechen Sie jetzt wieder auf Deutschland runter. Das ist was in der ganzen Welt passiert. Insofern müssen wir als Demokratinnen und Demokraten eben zusammenhalten und nicht uns dann nach rechts orientieren, wie es die CDU jetzt tut. Naja, das beantwortet immer noch nicht die Frage, ob man da nicht auch Selbstkritik anbringen muss und eben gegensteuern muss. Und bisher sehe ich im Wahlkampf nicht so viel, was Sie da anbieten an Konzepten. Naja, wir als Sozialdemokratie bieten die Lösungen für die Menschen an, die ganz praktisch sind. Also, dass man zum Beispiel mehr verdient, dass man weniger Miete bezahlen muss, dass man seine Arbeitsplätze sicher hat. Das ist die Aufgabe von Sozialdemokratie und das tun wir. Das Problem ist eben, dass wir eine Partei haben in Deutschland, die so tut, als hätte diese Lösung in Wirklichkeit überhaupt nicht die Interessen der Menschen vertritt. Die AfD will zum Beispiel keinen Mindestlohn. Die wollen, dass man bis 70 arbeiten muss. Das ist kein Geheimnis, das sagen die auch. Aber die hetzen natürlich. Und das ist das Problem. Das wollen wir nicht. Das werden wir auch nicht. Das ist ein bekanntes Mittel, kennen wir schon aus der Geschichte. Klappt heute wieder, Sündenböcke suchen, möglichst viel Wut anheizen. Das ist etwas, was wir niemals tun werden. Wir werden immer für Lösungen suchen und auch Lösungen anbieten und dafür auch werben.
Allerdings ist man natürlich in der Situation jetzt eben sowas wie Mieten, Sie haben es gerade angesprochen, soziale Ungerechtigkeit. Und da kann man ja nicht sagen, dass das sich im Moment bessert, sondern die Wohnungsnot ist sehr groß. Die Ungleichheit ist weiterhin sehr groß. Also auch da muss die SPD oder beziehungsweise auch der SPD-Kanzler vermutlich selbstkritisch sagen, naja, in die Situation muss man ja erst mal kommen. Und da hat die SPD natürlich auch in der Vergangenheit zu beigetragen. Naja, wir haben jetzt seit 2 Jahren, stellen wir jetzt den Bundeskanzler. Und gerade heute kam die Meldung, dass Clara Geiwitz, unsere Wohnungsbauministerin, ein Gesetz durchbringen wird, wo Gesellschaften, die günstige Mieten anbieten, also die unter dem Durchschnitt liegen, dass die Steuervergünstigungen bekommen werden. Im Moment ist es so, dass man vom Finanzamt sogar Ärger bekommt, wenn man zu wenig Geld verlangt. Das ist ja völlig absurd. Und Clara Geiwitz geht da jetzt den richtigen Weg. Wer anständige Mieten nur verlangt, der soll auch steuerlich begünstigt werden. Das ist eine Meldung, die heute ganz aktuell ist, die wir natürlich auch mit unserem Programm hatten. Es gibt allerdings die Gesamtbilanz, die wirtschaftliche, und die ist nach wie vor schlecht. Also Inflation ist weiterhin hoch. Und die Regierungsparteien müssen sich natürlich schon fragen lassen, ob sie da aufs falsche Pferd gesetzt haben, vor allem bei der Klimapolitik und der Energiepolitik, wo es eigentlich vor allen Dingen darum geht, zu reduzieren und die Industrie möglicherweise eben auf der Strecke zu lassen. Naja, wir leben in Zeiten, wie gesagt, von mehreren Krisen auf einmal. Das hatten wir bis vor 2 Jahren auch noch nicht. Also, dass insgesamt die Weltwirtschaft sich abkühlt, dass dann die Möglichkeiten für ein exportorientiertes Land wie Deutschland auch schwieriger werden, das stimmt. Wenn Sie aber auf Energie abheben, ich war letzte Woche in Leipzig bei der Strombörse und habe dort aus erster Hand erfahren, es gibt schon Tage in Deutschland, wo der Strompreis an der Börse gegen Null geht, weil die Erneuerbaren, die wir inzwischen installiert haben, reichen, um den Strombedarf abzudecken. Das ist natürlich bisher meistens am Wochenende so. Aber der Umstieg ist auf dem Weg und langfristig wird das ganz logisch. Sie brauchen dann keine Kohle mehr zu kaufen, kein Öl mehr zu kaufen, ganz logisch zu sinkenden Preisen fallen. Und wir sind schon an den Strombörsen wieder auf Vorkriegsniveau bei den Strompreisen. Kommt aber beim Bürger im Moment jedenfalls noch nicht an. Ja, bei vielen kommt es schon an, aber dadurch, dass die Verträge oft mit einer gewissen Dauer abgeschlossen würden, kann es bei manchen noch dauern, aber es wird ankommen, das ist absolut sicher, das wurde mir auch an der Strombörse so versichert. Frau Barley, es gibt weltweit, aber eben auch in Deutschland immer mehr Millionäre, mehr als je zuvor. Viele haben auf der anderen Seite nicht genug zum Leben, Stichwort auch Mindestlohn. Die SPD will ja eben diese Partei der sozialen Gerechtigkeit sein. Also was ist jetzt Ihre konkrete Antwort auf diese Schere, die sich immer vergrößert? Ja, also wir brauchen zum einen gute Löhne, noch bessere Löhne. Die Tarifabschlüsse jetzt waren gut. Wir haben in Europa die Mindestlohnrichtlinie beschlossen. Das heißt, der Mindestlohn soll auf über 14 Euro in Deutschland steigen. Und außerdem wollen wir zu 80% Tarifbindung kommen. Das heißt, dass die Tarifparteien viel mächtiger sind und dann auch gute Löhne aushandeln können. Und auf der anderen Seite müssen die, die besonders viel haben, halt auch was abgeben. Wir plädieren für 15% Mindestbesteuerung von Kapitalunternehmen. Im Moment ist es so, dass zum Beispiel Apple in Irland den Sitz hat und da 0,000, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen dann kommen, paar Prozent dann nur Steuern bezahlen. Das wollen wir beenden. Gerade bei diesen großen Unternehmen kommt bei 15% Mindeststeuer schon ganz schön was zusammen. Frau Barley, vielleicht noch ganz kurze Selbsteinschätzung. Bei wie viel Prozent sehen Sie die SPD? Ich kriege die Frage immer wieder gestellt und Sie werden von mir nie eine Zahl hören. Ich kämpfe und ich gehe mit meiner ganzen Kraft und Leidenschaft in diesen Wahlkampf und dann freue ich mich auf ein hoffentlich gutes Ergebnis. Dann viel Glück dafür. Alles Dankeschön. Gute. Danke, dass Sie da waren. Danke.